Das führt pro Jahr zu einem Verlust von fast 1% der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Dort wurden bereits die Hälfte der Strände widerrechtlich abgetragen. Man muss sich das auch vielleicht nochmal vergegenwärtigen, dass diese Sandmafia wirklich einer der gefährlichsten und krassesten Mafiastrukturen der Welt ist. Wenn man alleine daran denkt, an die großen Schächte, die durch den Bergbau überall gebaut wurden, wo es auch immer wieder zu Einstürzen kam und wo dann ganze Häuser oder Gärten in große Sinkholes, solche Sinklöcher reingezogen wurden. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 51. Folge beschäftigen wir uns mit einigen der Folgen von Umweltzerstörung, die nicht so häufig betrachtet werden. Über beispielsweise die Gletscherschmelzen oder das Auseinanderbrechen des ewigen Eises in Arktis oder Antarktis. Das Artensterben von uns so geliebten Tieren oder immer extremer werdenden Klimaereignissen, auch hier in Deutschland, sprechen und wissen wir ja alle eigentlich schon ziemlich viel. Aber es gibt auch eine Menge von Folgen, die vielleicht zuerst uns recht klein erscheinen, die eigentlich ziemlich großen Einfluss auf sowohl unser Leben als auch das vieler anderer Menschen haben. Deswegen dachten wir uns, machen wir jetzt einfach mal eine Folge mit einigen von den Themen, mit denen wir uns auch schon länger mal beschäftigt haben und wo wir uns immer gefragt haben, warum gibt's da eigentlich so wenig zu, gerade auch von Klima- oder linksradikaler Seite. Deswegen wollen wir heute über Lichtverschmutzung als allererstes, danach über Bodenerosion und zum Schluss einem unserer absoluten Wunschthemen, nämlich über die Sandmafia sprechen. Also so ein bisschen Eskalationspotenzial von klein nach groß auch von der Thematik her. Ja, wie man es nimmt. Tatsächlich, wir werden ja auch gleich merken, dass selbst bei sowas wie Lichtverschmutzung eigentlich ziemlich viel dahinter steckt, was eigentlich da nicht so viel beachtet wird. Ja, und in unserer Folge 39 über die kapitalistische Stadt haben wir auch schon so ein wenig über Beleuchtung im Kontext von Städteplanung gesprochen und beispielsweise da über Straßenbeleuchtung und belebte Straßenzüge geredet, auch in dem Kontext von Sicherheit vor Gewalt, vor sexualisierter Gewalt. Deswegen wollen wir jetzt auch mal ein bisschen über die Schattenseiten von dem Ganzen sprechen, weil Licht ist natürlich ein ganz zentraler Bestandteil von einer modernen, industrialisierten Stadt. Aber das, was das eigentlich sowohl für uns als auch für die Tierwelt bedeutet, wird häufig nicht so stark beachtet. Ja, und da wäre vor allen Dingen am Anfang erstmal der ganze Bereich die Folgen für lebende Organismen. Denn natürlich ist es so, dass alle Ökosysteme, die wir auf dem Planeten haben, beeinflusst werden durch diese starke Lichtverschmutzung. Es ist genauso, wie das jetzt im Bereich von der Verschmutzung von Meeren oder Böden oder dem Luftraum ist, dass es natürlich dadurch ja auch einfach so eine Verkleinerung für viele Tiere von den Flächen gibt, wo sie zum Beispiel nisten können, wo sie sich aufhalten können, wo sie leben können. Bei Pflanzen wird zum Beispiel durch eine künstlich aufgehellte Umgebung oftmals der Wachstumszyklus beeinflusst. Da gab es auf jeden Fall einige Untersuchungen zu. Man kennt das ja vielleicht auch einfach aus Gewächshäusern in der Landwirtschaft, wo das natürlich recht wenig, weil das einfach kostenintensiv ist, aber eingesetzt wird. Ein Beispiel wäre der Cannabisanbau. Ein ganz klassisches Ding, wo man das eigentlich kennt, dass dann eben auch im illegalen Maßstab aus guten Gründen, dass dann einfach in Gewächshäusern angebaut wird, wo dann eigentlich auch immer UV-Lampen eingesetzt werden, um eben dann künstlich das Wachstum zu fördern und damit dann auch eine schnellere Erntezeit zu haben. Ein weiteres Problem ist vor allen Dingen auch für die Navigation und Orientierung von nachtaktiven Insekten und Zugvögeln. Man redet ja viel über dieses ganze Insektensterben und auch das Vogelsterben und man denkt oft nicht so sehr daran, dass Licht tatsächlich einen sehr großen Einfluss darauf hat. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wenn man einfach mal nachts draußen ist, die ganzen Insekten, die dann halt eben immer an einer Lichtquelle kleben, die sterben dann natürlich auch, logischerweise. So gab es zum Beispiel im Jahr 2000 Untersuchungen, dass in Deutschland an einer einzigen Straßenlaterne in einer Sommernacht durchschnittlich 150 Insekten zugrunde gehen. Und das heißt also, wenn man das hochrechnet auf die circa 6,8 Millionen Straßenlaternen, die es auf den Straßen gibt in Deutschland, dass jede Nacht über 1 Million Insekten allein daran sterben. Ich habe das tatsächlich auch mal in einem absolut absurden Ausmaß gesehen.
Und wenn ihr das mal, also natürlich könnt ihr es auch euch sehr gut veranschaulichen, indem ihr einfach mal abends aus dem Fenster guckt und euch die Laternen auf eurer Straße anschaut. Aber für mich eigentlich das krasseste Beispiel war da dieser riesige Lichtkegel vom Luxor Hotel in Las Vegas, als ich mal da war, den man ja schon meilenweit sieht, wenn man auf diese absurde Stadt eigentlich gerade drauf fährt. Und wenn man da dann sich unten an der Pyramide befindet und noch besser, wenn man mal Aufnahmen irgendwie auf Videos sieht, wie es dann oben ausschaut, da gehen wirklich Millionen und Abermillionen von Insekten jedes Jahr drauf. Und was noch interessanter ist, es nisten auch in der Nähe Fledermäuse, die dann jede Nacht da das Festmahl ihres Lebens haben. Diese Tausenden von verwirrten Insekten dann um diesen riesigen Lichtstrahl rumfliegen und die sich dann eine sehr einfache Beute daraus machen können. Ja, ein weiteres Beispiel wäre dann der negative Einfluss auf verschiedene Arten von Meeresschildkröten. Da kennt man das vielleicht schon mal, dass man Videos davon gesehen hat, wie es dann eben an so hell erleuchteten Stränden gerade in touristisch viel genutzten Regionen ist, wo eigentlich sonst die Brutstätten eben von den Meeresschildkröten waren, wo dann der Nachwuchs eben nicht mehr den Weg ins Wasser findet und dadurch dann ja auch zu einer leichten Beute von Raubtieren wird. Und die Liste lässt sich dann ja auch ewig weiterführen. Da gibt es ja bei eigentlich vielen oder fast allen Tierarten irgendwelche größeren oder kleineren Auswirkungen, je nachdem natürlich auch dann unterschiedlich vom Grad des Lichtes abhängig. Aber das ist ja auch klar, weil Licht als einer der zentralen Biozyklen ist natürlich auch bei vielen Tieren dann einfach in die Instinkte eingebrannt und eigentlich ein wichtiger Indikator, genauso wie Windgeschwindigkeit oder Temperatur, um halt beispielsweise Navigation oder Verhalten zu steuern. Und da kann man sich ja eigentlich nur ausmalen, was das dann für riesige Auswirkungen hat, wenn wir uns angucken, wie stark eigentlich inzwischen die Beleuchtung der Welt vorangeschritten ist und auch immer weiter voranschreitet. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass es nicht nur auf die Tierwelt einen großen Einfluss hat, sondern auch auf den menschlichen Organismus. Das ist auch noch relativ wenig erforscht, was für Folgen das letztendlich alles so hat. Aber was, denke ich, recht stark auf der Hand liegt, ist also, dass es zu zunehmenden Schlafstörungen unter Stadtbewohnern kommt. Das ist, denke ich, was man sich auch ein bisschen herleiten kann, weil Schlafstörung echt ein häufiges Phänomen ist. Das wird sicherlich nicht nur anhand von irgendwelchen Lichtquellen der Fall sein, also dass halt quasi sich der Nacht-Tag-Rhythmus einfach verändert hat im Vergleich zum ursprünglichen Menschen. Natürlich gibt es ja auch einfach die ganzen Stressfaktoren, die so die moderne Welt mit sich bringt und so weiter, eine Rolle spielen. Aber das ist auch ein Punkt. Und sogar ist es eben so, dass der Hormonhaushalt auch gestört werden kann. Sogar, dass eben bis zu Menstruationszyklus der Frau dadurch beeinflusst wird. Ja, ist ja auch eigentlich ganz logisch, weil durch Licht wird ja auch einfach das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, was dann auch natürlich alles durcheinander bringt, weswegen wir dann später, spätabends jetzt mit Beleuchtung einfach nicht mehr so müde werden, weil dann kein Melatonin ausgeschüttet werden kann. Das ist ja eigentlich schon ein ziemlich signifikanter Eingriff in den Hormonhaushalt. Und ich finde das auch immer, man darf das wirklich nicht unterschätzen, wie sehr sich dann auch eigentlich der Schlafrhythmus verändert hat und wie kurz das eigentlich erst ist, weil wirklich weit verbreitetes elektrisches Licht haben wir ja eigentlich seit der Industrialisierung und da auch erst in späteren Schritten, dass es wirklich überall eingesetzt wird. Sonst war zuerst die große Neuerung Gaslaternen und davor gab es halt wirklich nur eine ganz kleine Anzahl von beleuchteten Straßen in der Stadt und ansonsten war halt Schicht im Schacht ab einer bestimmten Uhrzeit. Natürlich gab es immer, da gibt es ja recht gute Beschreibungen aus so mittelalterlichen Städten oder spätmittelalterlichen Städten, dass dann es dann noch Leute gab, die sich rumgetrieben haben, vor allem der Nachtwächter und zwielichtige Gestalten. Aber ansonsten war es ja einfach total unüblich, zu der Zeit sich noch rumzutreiben. Man hat sich da komplett mit dem Rhythmus angepasst und dann auch angepasst eben an den eigenen Hormonzyklus. Und das ist ja komplett raus. Ähnlich wie andere Sachen. Es gab ja auch ganze Zeit lang einen zweiteiligen Schlaf oder ich glaube, man sagt dazu auch Biphasic Sleep, der total üblich war vor eben der Einführung von modernem Licht. Die Einführung von eben diesem modernen Licht zur Verlängerung von Arbeitszeiten in Fabriken, in den Städten der Industrialisierung, hängt ganz stark auch mit der Disziplinierung der Arbeiterklasse zusammen. Das ist was wir dabei nicht vergessen dürfen, weil wenn man ehrlich ist, natürlich hast du recht, dass das mit den ganzen anderen Stressfaktoren zusammenhängt und man kann das nicht einfach so trennen und dann sagen, ja, da machen wir jetzt irgendwie nur noch warmes Licht überall hin und alle kriegen wie wir irgendwelche Brillen mit Blaulichtfilter. Das wäre dann jetzt vielleicht die technokratische Lösung. Nein, aber man muss schon sagen, das, was wir für guten Schlaf früher haben, ist wirklich etwas, was die Kapitalistenklasse uns geraubt hat. Das darf man nicht vergessen. Ich finde auch, dass das man generell unterschätzt.
in was für kurzen Abständen, das ist ja eben schon gesagt, eben diese Veränderungen auch mit den Menschen so passiert sind. Und das ist ja auch klar, dass sich das evolutionär dann halt nicht in der Geschwindigkeit anpassen kann. Und man spricht da häufig bei Tieren eben drüber, dass also die Veränderungen zu schnell gehen, aber dass für den Menschen diese Veränderungen zu schnell gehen, da hört man eigentlich sehr wenig drüber. Ja, ich glaube auch, dass da einfach noch, dass da auch generell ein recht großes Leerfeld so in der Forschung und so weiter existiert und dass man das auch gar nicht so richtig überblicken kann. Ja, ist ja auch eigentlich was Spannendes angesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir machen das auch nicht, weil wir den Menschen einfach als dieses moderne Wesen sehen, was eigentlich schon die Technologie mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Und deswegen haben wir gerade, also im westlichen Kulturkreis, natürlich ist das in anderen Kulturen nochmal anders gewesen, aber gerade hier diesen Blick darauf, ja, im Endeffekt müssen wir das alles mitmachen und der Mensch hält das schon aus. Wir trennen uns dann eben komplett von dieser Naturwelt und dann auch diesen Folgen, die das eben auf unseren eigenen Zyklus hat. Und das ist ja auch ein weiteres Thema, was wir da zu dem Bereich ansprechen wollen, und zwar einfach die sozialen und kulturellen Folgen von so einer unnatürlichen Helligkeit. Wenn man sich mal überlegt, wie die Welt dann vielleicht ausgesehen hat ohne diese unnatürlichen Lichtquellen, da waren eben noch so die ganzen Naturphänomene, die man auch wirklich nur bei weitgehender Dunkelheit zu sehen bekommt, für ganz viele frühere Generationen in der Menschheitsfamilie noch selbstverständlich. Und für uns, die wir vielleicht in Städten groß geworden sind und uns nur in Städten aufhalten, da gibt's bestimmte Sachen, die man einfach teilweise gar nicht kennt. Wenn man jetzt nicht mal explizit sich sagt, okay, ich fahre jetzt irgendwie in irgendeine Wüste oder so, wo es keine starken Lichtquellen gibt, dann kennt man das auch vielleicht gar nicht. Die meisten Leute haben auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwo mal in eine Wüste zu fahren vielleicht. Ja. Und das kennenzulernen. Und da gibt's einfach ganz viele Beispiele, wie jetzt also einfach allgemein ein sehr stark leuchtender Sternenhimmel, den man ja in der Stadt eigentlich gar nicht mehr zu Gesicht bekommt. So die Milchstraße oder Sternstuppen oder sowas wie Glühwürmchen. Da weiß ich auch noch eine Geschichte aus vorletzten Jahr. Es gibt in Dortmund eine Stelle in einem Parkstück. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht präsent, weil das eher so ein kleinerer Park ist. Und da gibt's zu einer bestimmten Uhrzeit an so einer bestimmten Stelle Glühwürmchen tatsächlich. Die hatte ich mir da mal angeschaut und das war total besonders, weil mir dann halt in dem Moment aufgefallen ist, wow, wie lange habe ich eigentlich keine Glühwürmchen mehr gesehen? Und wenn ihr euch jetzt fragt, wann habt ihr das letzte Mal Glühwürmchen gesehen, dann müsst ihr wahrscheinlich auch echt heftig lange nachdenken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich überhaupt mal welche gesehen habe. Ja. So. Aber da gibt's auch ganz gute Karten, die werden wir euch dann auch mal in die Bio reinpacken. Da könnt ihr euch auch den Lichtverschmutzungsgrad von verschiedenen Orten in Deutschland angucken. Da gibt's eigentlich eine recht gute Karte, wo man sieht, wo noch überhaupt diese dunklen Orte sind, wo man dann vielleicht mal sowas sehen könnte, obwohl ich mir echt nicht sicher bin, ob man überhaupt noch irgendwo in Deutschland die Milchstraße sehen kann. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich das mal gesehen habe, war in der Wüste von Nevada, wie du schon gesagt hast, und auf dem höchsten Berg von Montenegro. Aber in Deutschland gibt's, glaube ich, nur noch richtig eine dunkle Region in Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo da an der Grenze zu Polen, meine ich, wo es wirklich so ist, dass man da regelmäßig auch einen richtig leuchtenden Sternenhimmel sehen kann. Ja. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und da in Westdeutschland gar nicht, da gibt's nichts. Ja, und da bekommt Dunkeldeutschland doch nochmal eine ganz neue Bedeutung. Ja, aber im Positiven. Ja, im Positiven, genau das, in einem positiven Sinne. Ich finde schon, dass das eben auch tatsächlich in der Kulturgeschichte der Menschheit dann auch ein Stück weit verloren geht, ne? Weil ich finde, dass, wenn man das überlegt, dass die Nacht genauso wie der Tag ja einfach zum Leben dazugehört, und dass die Naturschauspiele, die man da erleben kann, letztendlich verloren gehen für den Großteil der Menschen. Das finde ich schon auch einen krassen Wert, den für die Menschheit da verloren geht an der Stelle. Ja, auch wenn man sich überlegt, wie zentral das eigentlich für die Kulturgeschichte einfach war, wie viele unserer Mythen, wie viel aber auch von moderner Wissenschaft darauf basierte. Aber das ist es halt, wenn du keinen direkten Nutzen mehr daran hast, dann vergisst du auch den mythischen Wert. Nimmt man einfach mal die Schifffahrt, heutzutage müssen wir uns eben nicht mehr an den Sternen orientieren und dann verliert sowas leider wirklich seine Bedeutung. Obwohl wir alle ja eigentlich wissen, wie schön es sein kann, wenn man dann doch mal, oder was für ein magischer Moment das ist, wenn man dann doch mal eben so einen vollen Sternenhimmel sieht. Mhm. Aber du sagst ja schon, keinen Nutzen mehr für die Menschheit. Das ist ja eigentlich nicht so, weil es ist ja auch für die astronomische Beobachtung und Forschung sehr zentral, dass man also einen guten Blick in das Weltall eben hat. Und der wird ja auch sehr stark eben eingeschränkt durch eben die Lichtverschmutzung. Aber das sind ja erstmal Investitionen in die Zukunft. Das lässt sich ja jetzt wirtschaftlich noch nicht so gut ausschlachten. Ja gut, das stimmt, aber es ist ja schon relevant. Und wenn man das jetzt
mit heutzutage vergleicht, da haben wir eben in den Städten eine Anzahl von Sternen, die man mit bloßem Auge sehen kann, von noch so 200 bis 500 oder sogar nur noch ein Dutzend in den hellsten Großstädten, während sie früher oder jetzt in noch den wenigen dunklen Gegenden bei um die 6500 lagen, was man mit dem bloßen Auge sehen konnte. Das stellt halt also auch die Wissenschaft vor große Herausforderungen, weil die natürlich dann nicht mehr ihre Hochleistungshoroskope wo in irgendwelchen Städten aufstellen können, weil die einfach nichts mehr sehen. Und dann sind die also auf der Suche natürlich nach irgendwelchen Orten, wo sie diese Wissenschaft weiter betreiben können. Eine Wissenschaft, die ja auch im Prinzip für die gesamte Menschheit nützlich ist. Und ja, müssen das dann halt in irgendwelchen abgelegenen Gegenden stellen, in irgendwelchen Wüstenregionen stellen, was natürlich auch wieder eigene Herausforderungen mit sich bringt, dann in solchen Gegenden irgendwelche Hightech-Horoskope zu betreiben. Ja, aber auch, was das für uns natürlich für eine Verminderung der Verbindung zu dieser Wissenschaft ist. Wenn jetzt nur noch irgendwie in der Atacama-Wüste oder auf dem höchsten Berg Hawaiis so ein Hochleistungsteleskop steht, dann ist natürlich auch viel weniger möglich, das den Leuten eben nahezubringen, außer so ein als irgendwie historisches Ding. Ja, hier stand mal die Sternwarte Bochum, die wurde mal irgendwie in den 50er bis 70er Jahren genutzt, danach wurde es leider zu hell. Ja. Fällt mir auch ein, ich glaube, bei uns in Bochum war es tatsächlich so, in so einer anderen Schule, in der Schiller-Schule, die kennen vielleicht einige von uns, das war so die absolute Bonzenschule in Bochum, wo immer die ganzen Kinder von aus Stiepel dann hingegangen sind. Und die hatten eine eigene Sternwarte. Okay. Die hatten wirklich so ein großes Teleskop oben drin. Ich habe es mir nie angeguckt, mir wurde es nur immer gesagt. Also gibt's nicht in Bochum auch dieses Museum oder dieses, wie heißt Planetarium. Das? Genau, ein Planetarium. Das ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Ja. An der Stelle kann man das auch mal dazu sagen. Okay, wir würden dann jetzt zum zweiten Thema der Bodenerosion kommen. Am Ende von dem Thema heute haben wir uns gerade noch überlegt, werden wir auch nochmal so einen allgemeinen Überblick, was man jetzt da machen könnte bei diesen drei Themen, was man da vielleicht für eine andere Gesellschaft auch so ein bisschen anders machen könnte oder was man auch jetzt schon so ein bisschen machen könnte, um diese Probleme zu vermindern. Wir wollen ja nicht nur meckern, sondern wir wollen ja auch ein paar Lösungen uns überlegen. Ja, und Bodenerosion ist wahrscheinlich sogar noch das bekanntestere aus von den dreien oder das, wo sich halt Leute am meisten mit beschäftigt haben. Im Prinzip ist das also ja eine übermäßige Erosion von Böden, wodurch also verschiedene Probleme ausgelöst werden. Und die werden ausgelöst dadurch, dass es halt eine sehr starke und unsachgemäße menschliche Landnutzung gibt, vor allen Dingen. Und es wird eben noch durch die Abholzung von Wäldern verstärkt oder auch, wie bei unserem Thema nach der Bodenerosion zum Thema der Sandmafia, das hängt dann auch ein bisschen miteinander zusammen, dass natürlich auch dann eine Erosion gestärkt wird durch das Abbaggern von Stränden zum Beispiel. Ja, und um euch vielleicht mal eine Zahl zu dem Ganzen zu geben: seit 1945 summiert sich die gesamte betroffene Fläche von eben Bodenerosion auf weltweit mehr als 1,2 Milliarden Hektar. Das ist in etwa die gemeinsame Landfläche von China und Indien, was ja, glaube ich, auch jetzt klar macht, was für ein gigantisches Problem das ist. Das ist eben auch, das muss man dazu sagen, ein Problem, was eben vor allem Länder im globalen Süden betrifft. Mhm. Gerade in den Ländern, in denen es eben eine sehr stark auf landwirtschaftliche Nutzung und Rohstoffextraktion basierende Wirtschaft gibt. Da kennt man ja vor allem die Beispiele beispielsweise aus Brasilien mit der Abholzung des Amazonas und Nutzung zum Sojaanbau für eben die Viehwirtschaft. Die Abholzung in Indonesien, dort vor allem auf Sumatra, zur Nutzung und Anbau von Ölpalmen. Oder eben auch die Zerstörung von Naturräumen in Subsahara-Afrika, die zu einem immer weiteren Vorrücken eben der Sahara- und Sahelzone führt. Und diese Erosion führt dann eben auch dazu, dass die ganzen landwirtschaftlichen Flächen, die fruchtbar sind, also die Böden, die fruchtbar sind, dass wir die nicht mehr nutzen können. Das führt pro Jahr zu einem Verlust von fast 1% der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn man also daran denkt, dass wir mit einer wachsenden Weltbevölkerung, klar, gerade sind wir noch gut in der Lage, die Menschen zu ernähren, aber wenn man überlegt dann mit den ganzen Herausforderungen, die auf die Menschheit zukommen, was die ganze Klimakatastrophe und so weiter angeht, und dann machen wir also unsere Böden unnutzbar, um da drauf Landwirtschaft betreiben zu können. Plus dann halt noch, dann kommen noch so bekanntere Phänomene wie das Bienensterben und so weiter dazu. Also das sind halt alles so Dynamiken, die letztendlich auch in anderen Bereichen so, sogenannte Kipppunkte letztendlich schaffen. Nicht Kipppunkte für den
Klimawandel, der dann halt bestimmte Punkte überschreitet, die man nicht mehr zurückdrehen kann, sondern auch für unsere Ernährung. Ja, und das ist ja auch ganz absurd, wenn man sich das eigentlich überlegt, dass über Jahrhunderte oder Jahrtausende diese Böden eben vielerorts nachhaltig genutzt wurden. Und das auch wieder eigentlich ein sehr modernes Phänomen mit dem Zuge der Industrialisierung ist. Es gibt auch heute noch viele Flächen in diesen Gebieten, gerade eben im globalen Süden, die noch von indigenen Kulturen nachhaltig weiterhin genutzt werden, wo dann aber durch eben westliche Unternehmen oder eben dann die nationale Bourgeoisie diese Flächen aufs Übelste ausgenutzt werden und eine nicht nachhaltige Landwirtschaft dort genutzt wird, die immer weiter zu der Zerstörung von diesen Böden führt und damit natürlich auch zu einem Weitergehen, weil das ist ja auch das Problem bei der Bodenerosion, das ja auch schon irgendwie da drin steckt. Wenn diese Fläche einmal zerstört ist, dann ist es unfassbar aufwendig und damit auch kapitalintensiv, diese überhaupt wieder nutzbar zu machen. Was ja in einem Land, was sehr schwache Maßnahmen zum Umweltschutz hat, sehr wenig Schutz vor einfach freier Nutzung durch eben diese Kapitalistenklasse einfach dazu führt, dass dann halt die nächste Fläche wieder abgeholzt und weiter zerstört wird. Das Ganze führt dann natürlich zu einem absoluten Teufelskreis und eben diesem ständigen Anwachsen. Also ich finde, das ist auch eine absolut absurde Zahl, was du gerade genannt hast. 1% der weltweit landwirtschaftlich genutzten Fläche, das ist ja, da kann man sich ja ungefähr vorstellen, dass eigentlich die ganze Zeit ein Timer im Hintergrund tickt. Ja, der auch nicht sonderlich lange geht. Also ich weiß jetzt nicht, da habe ich jetzt nicht zugefunden, wie viele Flächen, die wir überhaupt haben, noch nutzbar sind. Der Planet besteht ja zum Großteil aus Wasser, so. Also die Flächen sind ja auch begrenzt. Und ich gehe mal eher davon aus, dass die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen eher noch steigt, anstatt dass sie abnimmt oder sonst was und viel auch schon einfach zerstört ist über die Jahre. Also darf man sich gar nicht ausmalen. Aber es ist natürlich, das ist nur der große Teil. Es gibt auch noch ganz viele andere Probleme, die entstehen durch Erosion. Das sind also zum Beispiel die Verschmutzung, Verstopfung von Wegen, Gräben und Abläufen. Das sind so Sachen wie die Überdüngung von Gewässern und die Minderung der Ertragssicherheit von Feldern. Da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz dran, da kann man jetzt auch noch immer weitergehen, aber das ist ja oft so bei diesen ganzen Phänomenen, das haben wir auch schon bei Lichtverschmutzung gesehen, dass also da wirklich ja ein großer Kreislauf an Problemen letztendlich entsteht. Ja, tatsächlich kann man ja auch noch dazu sagen, dass es trotz der modernen, intensiven Geschichte auch frühere Formen gab. Man muss das alles in eine Perspektive setzen, weil man kann es nicht wirklich genauso vergleichen, weil einfach die Schnelligkeit und die Rate, mit der das gerade anzieht, überhaupt nicht vergleichbar ist zu den frühen Formen davon. Aber es gab eigentlich bei allen größeren Imperien der Menschheitsgeschichte und dort auch vor allem in der Nähe der größeren Städte oder der intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen Beispiele, wo Ähnliches passiert ist. Ich finde, ein sehr gutes, anschauliches Beispiel, was vielleicht manche von euch auch kennen, ist, wenn ihr mal nach Kroatien gefahren seid oder generell an die Adriaküste, da seht ihr die Folgen von der intensiven Abholzung der Wälder durch das Römische Reich. Dort wurde dann eben vor allem das Holz zum Schiffsbau oder für andere Sachen genutzt. Deswegen gibt es jetzt dort diese teilweise für die Klimazone doch unüblich versandete, verwüstete Landschaft. Deswegen ist viel davon sehr felsig und mit sehr wenig Wäldern besetzt. Das ist natürlich was, was jetzt entgegengewirkt wird, wo auch die Regierung sich dann darum bemüht, mehr Bäume zu pflanzen. Aber das ist beispielsweise noch eine Folge, die man in manchen Regionen von Kroatien oder an der Adriaküste noch heute sieht. Oder vielleicht noch ein anderes, bekannteres Beispiel aus der modernen Geschichte. Das ist der Dust Bowl in den USA der 1930er Jahre. Da gibt's ja auch dieses berühmte Foto, ich glaube, das heißt Migrant Mom, was dann eine interne Geflüchtete in den USA zeigt, eine Mutter, die mit ihren Kindern eben vor diesem Dust Bowl flieht. Das war ein langanhaltender, großer Sandsturm oder mehrere Sandstürme in einer bestimmten Periode, die auf den Great Plains stattfand, weil dort eben die industrielle Landwirtschaft in Kombination mit einer langen Trockenperiode zu einer kompletten Versandung der Boden dort geführt hat und dann mit den
starken Stürmen und Winden, die dort teilweise auftreten, eben zu dem Dust Bowl und diesen großen Sandstürmen. Das hat natürlich dann auch intensive Folgen für die USA gehabt, die sich ja gerade sowieso erst von der Great Depression erholt haben und dann noch teilweise da drin steckten und zu einer großen sozialen Katastrophe geführt hat. Und ich finde, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, was ja vielen Leuten gerade in so stark industrialisierten Staaten wie Deutschland eben auch nicht klar ist, dass auch hier eben vor allem zuallererst unsere Klasse, die arbeitende Klasse, am allermeisten darunter leidet, wenn es zu solchen Naturkatastrophen auch intern kommt. Sand, finde ich, ist auch ein sehr gutes Stichwort, um überzuleiten auf unser drittes und letztes Thema, und zwar Sand. Es geht um die Nutzung von Sand. Das ist vielleicht was, was ihr ein bisschen jetzt mitbekommen habt, weil das Neo-Magazin Royal vor einem Jahr oder so mal einen ziemlich groß gewordenen Beitrag dazu hatte. Davor war das, glaube ich, hier ziemlich unbekannt einfach. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt an Sand, wo man jetzt erstmal dran denkt, okay, Sand ist ja eigentlich eine Ressource, die ist ja unendlich verfügbar. Kann da dran ein Problem sein. Aber tatsächlich ist es die nach Wasser meist gefragteste Ressource der Welt. Und das liegt einfach daran, dass du für die Herstellung von Beton und Mörtel und so weiter, also eben vor allen Dingen in der Bauindustrie, dort bestimmte Arten von Sand brauchst. Und das ist Quarzsande, die eben vor allen Dingen eher so in Küstenregionen geformt werden. Andere Formen von Sand, oder dann, das heißt dann halt, glaube ich, nicht mehr Sand, sondern irgendwie anders. Was man aber denkt, was vielleicht noch Sand ist aus dem ungeübten Auge und was wir wahrscheinlich auch nicht unterscheiden könnten, sind eben gar nicht dazu geeignet, um jetzt eben Beton oder sowas herzustellen. Beispielsweise und, eben Wüstensand. Genau, zum Beispiel auch Wüstensand ist dafür gar nicht geeignet. 2018 betrug eben der jährliche Verbrauch 40 Milliarden Tonnen. Und das eben in der Hauptzahl für die Herstellung von Beton. Und natürlich ist das auch eine Sache, die immer weiter zunimmt. Also, dass es gibt eine immer größer werdende Nachfrage nach eben diesen Baustoffen, weil natürlich auch die Städte immer weiter wachsen und es da auch sehr wenig, ja, probiert wird, irgendwie Alternativen zu nehmen. Und was man auch eben nicht vergessen darf, ist nicht nur eine Frage der Bauindustrie, sondern es ist auch eine Frage von allem eigentlich, weil Sand fast überall drin steckt. Klar, bei so Sachen wie Gläsern, also zum Beispiel Brillen oder so, da ist es klar, dass das was ist, wo Sand drin enthalten ist, aber es ist eigentlich überall drin, in Computerchips, in Hosen, überall. Es ist halt ein sehr, sehr, sehr zentraler Rohstoff, der nur sehr begrenzt eben verfügbar ist dann auch tatsächlich. Und da finde ich als ein Beispiel auch sehr gut, wenn man da jetzt zum Beispiel an Dubai denkt, wenn man jetzt einfach nur drauf guckt, okay, ist halt eine Stadt in der Wüste, die haben noch genug Sand, um dann letztendlich ihre Bauten hochzuziehen. Was haben wir ja gerade schon gesagt, dass das eben nicht geht. Und wie ihr wisst, es ist aber ein Land, wo wirklich extrem krasse Bauten hochgezogen werden, wo extrem krasse Inseln auch aufgeschüttet werden. Da ist es halt tatsächlich gerade so, dass dann halt der ganze Sand aus Australien eben hergeschippert werden muss nach Dubai, um da diese ganzen Bauten hochzuziehen. Es gab ja witzigerweise sogar Lieferungen von deutschem Flusssand an Bauunternehmen in Dubai. Naja, und wenn das der Fall ist, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, Sand ist wirklich ein unfassbar gefragtes Gut. Und bei so gefragten Rohstoffen gibt es natürlich, falls dann doch irgendwann mal die offiziell zugänglichen Quellen eines Landes erschöpft sind oder der Markt schon abgedeckt ist, eigentlich auch in jeder Wirtschaftsform immer irgendwen, der bereit ist, für zahlende Kundschaft dann dafür zu sorgen, dass noch ein bisschen mehr geliefert werden kann. Wie ihr vielleicht aus unserer Folge zu Kriminalität wisst, kommt da dann die Mafia ins Spiel. Und hier besonders eben die Sandmafia. Die Sandmafia, das sind dann diese Gruppen organisierter Kriminalität, die eben vor allem oder eigentlich ausschließlich in den Ländern des globalen Südens aktiv sind. Da kann man eben vor allem Länder wie Marokko, Indonesien, Thailand oder auch sehr stark Indien nennen. Und dort ist es dann vor allem eben so, dass entweder in den Flusssystemen oder eben an den Stränden gebaggert wird. Und ein Beispiel, was ihr auch sehr gut in einer Arte-Doku über die Sandmafia sehen könnt, die wir auch noch in die Bio packen werden, dort wurden bereits die Hälfte der Strände widerrechtlich abgetragen. Und das muss man sich mal vor Augen führen, was das eigentlich für eine Zahl ist. Gerade in einem Land wie Marokko. Also die Hälfte der Strände. Und witzigerweise ist dann oft dieses abgetragene Sand dann in den Bau von Hotelanlagen geflossen,
die dann eben an den Stränden gebaut wurden, wo jetzt kein Strand mehr ist, sondern dann halt einfach so Betonklötze stehen und natürlich auch die jetzt leer stehen, weil halt jetzt niemand mehr dahin will, in den komplett abgetragenen Strand. Also das kann man jetzt gerade in so einem Podcast natürlich schwer verbildlichen, aber es sieht halt einfach aus wie so eine Kraterlandschaft letztendlich, was dann da noch übrig bleibt. Da gibt es am Ende noch so 10 frei nutzbare, schön abgesteckte Strände in Marokko, wo dann alle Hotels am Strand dann immer schön hinpendeln können. Genau. Super. Und muss ich das auch vielleicht nochmal vergegenwärtigen, dass diese Sandmafia wirklich einer der gefährlichsten und krassesten Mafiastrukturen der Welt ist. Das hat, glaube ich, niemand wirklich auf dem Schirm. Oder wann wird halt darüber geredet, wenn über organisierte Kriminalität gesprochen wird? Da wird dann halt über Drogen geredet, über Prostitution, über alles Mögliche, aber doch nicht über Sand. So, das hört sich erstmal total absurd an, aber es ist wirklich ein riesiges Problem. Also da ist es also wirklich doch so gewesen, dass es da in Indien zum Beispiel innerhalb von 2 Jahren 200 Menschen im Kontext der Sandmafia eben umgebracht wurden. Hier liegt also ein enormes Konfliktpotenzial vor. Natürlich auch ein enormes Konfliktpotenzial für internationale Spannungen. Weil wie oft wird darüber geredet, dass eben Wasserknappheit jetzt schon anfängt, für internationale Konflikte zu sorgen. Aber auch Sand sorgt sogar jetzt schon für internationale Konflikte. Zum Beispiel hatte Singapur sich mal überlegt, dass sie so eine nationale Sand- und Kiesreserve für sich aufbauen, und das hat dann auch eben zu internationalen Spannungen schon geführt, schon im Jetzt, so. Und das ist eben was also wirklich noch stark kommen wird in den nächsten Jahren. Ja, und das ist natürlich klar, wenn wir jetzt so Länder uns wie Singapur oder Dubai angucken, die einfach sehr stark auch darauf angewiesen sind, zusätzlich dann auch noch mit Fall von Singapur mit künstlicher Landschaffung, wo ja auch dann große Mengen an Sand für aufgewendet werden müssen. Global gesehen, gerade wenn wir uns dann irgendwie die supermächtig ausgebildeten Bauindustrien verschiedener Länder angucken, allen voran von China oder den Vereinigten Staaten, dann ist ja klar, was da eigentlich für gigantische Mengen für verwendet werden müssen und wie häufig es ja auch im natürlichen Zyklus dann eben zu solchen Bauspekulationsblasen kommt, wo einfach unfassbar viel gebaut wird und damit auch unfassbar viel Sand verwendet wird. Und da ist ja auch nochmal wichtig zu beachten, dass es eben das Problem ist, dass ein Großteil von dem Beton oder generell von den Baustoffen, die dann aus Sand gefertigt werden, es eine sehr kleine Rate an Recycelbarkeit gibt. Und deswegen werden dann häufig diese Häuser einfach nur abgerissen und der Bauschutt wird dann eben abgetragen, aber kann nicht weiter genutzt werden. Was auch dazu führt, dass es dann wirklich zu einer komplett endlichen Ressource wird, eben aufgrund der geringen Recyclingraten. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr, sehr eng mit imperialistischen Interessen verbunden ist. Das führt dann eben auch dazu, dass eben in den Ländern, die eher vom Imperialismus betroffen sind, natürlich auch die meisten Schäden letztendlich und auch die meisten mafiösen Aktivitäten also stattfinden. Was ich völlig absurd finde, ist zum Beispiel in Indonesien, da ist es ja wirklich ein Land mit einer sehr, sehr großen Inselarchipelen und Tausenden von Inseln. Und da wurden 24 Inseln sind einfach verschwunden, die wurden abgebaggert so, die existieren nicht mehr. Und das ist ja eine Sache, die nicht nur, okay, jetzt ist halt da so ein bisschen Sand weg oder jetzt irgendwie so eine kleine Mini-Insel, ist ja scheißegal, sondern das sind wirklich enorme Umweltschäden, die dadurch entstehen. Dadurch werden halt ganze Korallenriffe abgebaggert. Es gibt eine Trübung von Wasser, eine Zerstörung dieses gesamten Ökosystems, was also da dann vormals geherrscht hat. Und ich finde, an diesem Punkt wird auch nochmal deutlich, wenn wir also davon reden, diese abstrakte Diskussion von, okay, können wir denn im Kapitalismus unsere Umwelt erhalten? Dann ist doch allein, wenn man sich diese Frage anguckt, einfach ein Nein. Weil es ist nicht ohne weiteres so aufzuhalten, diese ganze Bauindustrie, wie sie jetzt gerade stattfindet. Selbst wenn es in bestimmten Bereichen dann Reformen gibt. Das ist halt was halt so gigantisch ist und was so fundamental für das Fortbestehen von so vielen kapitalistischen Systemen ist. Wenn ich mir alleine zum Beispiel in der Türkei angucke, wo also ein ganzes Regime gefühlt nur noch davon lebt, von der Bauindustrie, weil da halt einfach die Wirtschaft zugrunde geht und Erdogan ein großes Bauprojekt nach dem nächsten rausscheißt, um halt irgendwie noch an der Macht bleiben zu können. Das ist so ein elementarer Teil von Machterhalt, von Profitgenerierung, dass einfach diese imperialistische Ausbeutung und die Ausschlachtung von unserer Natur an der Stelle wird fortbestehen im Kapitalismus. Da gibt es keine oder nur minimalste Reformmöglichkeit. Ja, eben vor allem, wenn wir uns den Punkt von Rohstoffverbrauch und Rohstoffabbau angucken.
im Endeffekt ist es möglich für den Kapitalismus natürlich eine CO2-neutrale Energiegewinnung zu nutzen, um eben seine Maschine am Laufen zu halten. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Aber die Art und Weise, wie eben Rohstoffe abgebaut werden, das ist was, was nie in der Art und Weise, wie die Wirtschaft wächst, nachhaltig gestaltet werden kann. Und eben gerade die Bauindustrie und Sand, wie du schon gesagt hast, ist da eigentlich ein absolut perfektes Beispiel für. Und wenn man sich auch die moderne Bauweise, die moderne Architektur, die gerade en vogue ist, anschaut, also da müsst ihr ja nur mal einfach in eure Städte gucken, in jede deutsche Stadt gucken, in jede modernisierte Innenstadt reinschauen, in jedes Neubaugebiet reinschauen. Das ist reine Beton. Arbeiten, so. Die ganzen anderen Arbeitsweisen, die ganzen anderen Möglichkeiten, Häuser zu bauen und zumindest Mischformen oder sonst was, die sind doch eigentlich verschwunden, so. Das gibt es ja gar nicht mehr. Wer baut denn halt heute schon noch mit irgendwas anderem als Beton? So, das ist ja reine Betonwüsten, die halt hochgezogen werden. Ja, warum auch? Also, es ist für die Wirtschaft eben einfach zu nutzen. Es ist immer da. Es ist schnell hochzuziehen und es ist gut wieder abzureißen und es ist stabil. Da kann man natürlich das jetzt alles sehr weit führen, weil es hängt auch sehr stark damit zusammen, wie wir eigentlich wohnen, was für Bedürfnisse der Kapitalismus da eigentlich in uns produziert durch die Art und Weise, wie er natürlich auch häufig von uns verlangt, dass wir unseren Wohnort wechseln, dass wir immer wieder umziehen, dass wir nicht nur an einem Ort wohnen und wie wenig Wohneigentum es dann gleichzeitig natürlich noch gibt. Deswegen, da hängt auch dann wieder eine riesengroße Geschichte eigentlich hinter, die man jetzt auch wieder nur anschneiden kann. Wo aber vielleicht auch nochmal die Stadt im Kapitalismus, die wir am Anfang nochmal gesagt haben, als Folge von uns, ich glaube es war Folge 39, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, was ich vor einer Dreiviertelstunde gesagt habe, hört da nochmal gerne rein, weil ich glaube, das gibt dem Ganzen dann auch nochmal gerade in dem Kontext, gerade nochmal mehr Kontext in Bezug auf die Sandmafia. Zum Glück gibt es natürlich auch Widerstand gegen die Zerstörung unserer Natur, auch im Bereich der Sandförderung. Es gibt das in unterschiedlicher Form eben in den vom Imperialismus betroffenen Regionen, in denen Dokumentationen und Links, die wir euch dazu bereitstellen werden, wird auch immer so ein bisschen die Geschichte erzählt von dann manchmal nur einer Person, die das einfach dokumentiert und Öffentlichkeit schafft und einfach gegen die Zerstörung ihrer Heimat aufsteht. Manchmal dann irgendwelche Bürgerinitiativen oder kleinere Kämpfe. Das ist natürlich auf der einen Seite wichtig, aber auch in Deutschland ist natürlich das Ganze ein Problem, weil auch in Deutschland haben wir eine intensive Förderung von Sand und auch damit gehen also ganz große Umweltprobleme einher. Und da ist vielleicht das Beispiel einer Bürgerinitiative dann zu nennen aus dem beschaulichen Mühlberg in Brandenburg, was natürlich dann auch eine super Region ist, um so Sandförderung zu machen, denke ich mal, weil einfach auch da nicht so viel Leute wohnen oder so, oder das einfach, einfach so ländlicher geprägt ist und man einfach die Natur dann da ausnutzt kann. Und da gibt es also die Bürgerinitiative für eine Heimat mit Zukunft. Da gibt es auch einen interessanten Taz-Artikel dazu, den wir euch verlinken werden, wenn ihr euch da mehr für interessiert. Das ist eben eine Bürgerinitiative, die schon seit vielen Jahren gegen die intensive industrielle Erschließung und Abbaggerung von dem Sand dort in der Stadt ist, weil dort eben auch die Umwelt zerstört wird. Da finde ich es also ganz spannend, was dann auch an Reaktionen auf diese Bürgerinitiativen, die es nicht nur in Mühlberg gibt, sondern auch an anderen Orten gibt, dann auch der Präsident des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe, der Gerd Hagengut, dazu sagt im Kontext dieser Bürgerinitiativen. Er meint dann eben an die Kommunen und Kreise gerichtet, diese sollen sich doch andere mit aufmüpfigen Bürgerinitiativen herumschlagen. Und das finde ich auch ganz schön, weil es wird ja ganz so oft in Deutschland in den Medien und so weiter gegen Bürgerinitiativen gehetzt, speziell natürlich, wenn es um irgendwelche Windkrafträder geht. Und natürlich gibt es auch mal punktuell eine Bürgerinitiative, wo man sagen kann, okay, muss man dann genau hingucken, wenn es jetzt irgendwie um die Ausbau von irgendwelchen Schienennetz oder sonst irgendwas geht. Aber in der Regel geht es doch dann um solche umweltzerstörerischen Geschichten, wie jetzt eben in diesem Beispiel der Sandförderung. Und eben dieser Bürgerinitiative geht es eben nicht darum, das zu stoppen, dass da Sand abgebaut wird. So, sie sind ja nicht generell dagegen. Und das wäre ja auch eine Perspektive dann an der Stelle für uns, dass wir jetzt sagen, wir sind ja nicht gegen den Abbau von Sand. Meinetwegen auch in einem irgendwie gearteten industriellen Maßstab, aber da muss das eben auch ein langfristiger Abbau sein. Da muss das eben auch was sein, wo du nicht einfach nur einen Raubbau betreibst, also wo du das einfach den Rohstoff, der da existiert, einfach aus der Natur letztendlich herausnimmst, um ihn nutzbar zu machen, dann ist da einfach nur noch Brache, sondern das muss ja dann etwas sein, was wirklich erneuerbar in dem Sinne ist, dass du diesen Rohstoff über viele, viele Generationen an der Stelle dann auch nutzt
Und das macht ja auch aus jedweder Perspektive Sinn, aus einer menschlichen, aus einer Naturperspektive. Wenn da einmal das alles abgebaggert ist, dann gibt's halt auch keine Arbeitsplätze dann mehr oder sonst was. Und von daher finde ich es also auch sehr wichtig, dass in so auch so Regionen, wo es eben dann nicht so viel politische Strukturen gibt, dann kann so eine Bürgerinitiative, ist doch dann auch wirklich ein wichtiger Baustein von so einer Basisorganisierung und finde ich sehr unterstützenswert und könnt ihr euch auch mal anschauen, was die da so machen. Außerdem ist es, glaube ich, auch einfach immer ein guter Indikator, wie ich persönlich eine Bürgerinitiative bewerten würde, wenn dann doch der Präsident des Bundesverbandes Mineralische Rohstoffe so etwas über sie in der Gesteinsdepesche sagt. Ja. Und ja, du hast ja auch schon richtig gesagt. Jetzt zum Schluss wollen wir nochmal so ein bisschen auf die Perspektiven darauf eingehen. Und im Endeffekt hast du ja eigentlich schon einen recht guten Start damit gemacht, dass du gesagt hast, dass es uns da um einen langfristigen Abbau geht, dass es nicht einfach um kompletten Stopp davon geht. Mhm. Weil es stimmt, Sand beispielsweise ist eine wichtige Ressource, die wir auch weiterhin nutzen müssen. Aber es geht ja erstmal darum, vor allem eine ganz andere Perspektive darauf zu entwickeln. Was davon ist wirklich etwas, was wir brauchen? Weil jetzt wird ja eben nicht nach unseren Bedürfnissen dort gebaut und es wird auch nach überhaupt keinem Standard von irgendwie Gemeinwohlorientierung im Kapitalismus die Stadt geplant und gebaut. Nochmal ein Verweis auf unsere Folge 39 da. Aber auch nochmal, um auf das erste Thema zurückzukommen, da kann man es ja auch eigentlich nochmal genauso ansprechen. Es geht ja nicht darum, dass wir allgemein eben bei der Lichtverschmutzung auf die Nutzung von elektrischem Licht verzichten wollen. Aber so wie jetzt Licht genutzt wird, ist es natürlich total angebunden an eben diese kapitalistische Stadtplanung und auch an die Tagesstruktur, die wir dadurch vorgegeben haben. Wenn wir jetzt an eine befreite Gesellschaft, an eine anarchokommunistische Gesellschaft denken, dann wird das ja auch einfach ganz anders aussehen. Dann bräuchten wir vielleicht gar nicht in allen Straßen einfach aufgrund einer verbesserten Nachbarschaftsstruktur so eine große Ausleuchtung der Straßen, weil es dann auch gar nicht mehr dieses Sicherheitsgefühl, was ja auch teilweise ein fälschliches Sicherheitsgefühl ist, durch eben diese Ausleuchtung bräuchten. Oder auch einfach Licht ganz anders geschaltet werden wird, weil man in verschiedenen Regionen sich sowieso schon früher eigentlich einen Feierabend gesucht hätte, weil eben nicht mehr die Notwendigkeit besteht, jeden Tag in dieser klassischen Stundenstruktur zu arbeiten. Es ist eben in all diesen drei Bereichen so. Das sind unerlässliche Bereiche für die Gesellschaft. So, wir brauchen Sand, wir brauchen Licht, wir brauchen landwirtschaftliche Nutzung und wir brauchen das auch alles drei in einem großen Maßstab und wir brauchen auch das alles drei bedingt auch eine industriell fortschrittliche, in einem größeren Maßstab vorhandene Industrie und so weiter und so fort. Ohne geht es halt nicht. Vielleicht irgendwann in so Fragen wie Sand kann man vielleicht dann irgendwann in der fernen Zukunft, wenn man sehr technologisch fortgeschritten ist, sowas auch komplett irgendwie ersetzen. Aber aktuell ist das eben so. Das ist auch gar nicht das Problem, denke ich. Sondern das Problem ist eben, dass der Kapitalismus eben durch seine Grundannahmen, wie er funktioniert, das eben verhindert, dass es so ganz grundsätzliche Innovationen in diesen Bereichen geben kann. Wenn wir also die Möglichkeit hätten, außerhalb von der kapitalistischen Logik diese Dinge jetzt nur bei diesen drei Bereichen zu bleiben, wirklich grundsätzlich zu hinterfragen und grundsätzlich in diesem Rahmen anders zu gestalten, ja, dann bin ich mir also ganz sicher, dass wir das eben vergleichsweise naturschonend und vergleichsweise so gestalten können, dass es eben weiterhin der Menschheit dient und weiterhin seinen Nutzen erfüllt, was es auch erfüllen soll, aber eben in einem Rahmen, der halt verträglicher ist. Ja, und das ist ja auch das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon angeschnitten haben. Einfach die Nutzung, die Konsumpraktiken, die gesellschaftliche Planung wird einfach komplett anders aussehen. Und viele der Techniken, die wir uns ja jetzt eigentlich wünschen würden, sind ja auch schon in Anfängen da. Gucken wir uns beim Sand an, gibt es Forschung zu eben zu der Nutzung von Recyclingbeton? Gibt es Forschung zur Nutzung von Wüstensand für eben die Bauindustrie? Oder gibt es einen unfassbar großen Fundus an eben nachhaltigen Arbeiten mit anderen Materialien? Das heißt nicht, dass wir in diesen Feldern jetzt einfach in ein vorindustrielles verfallen wollen. Weder geht's jetzt darum, dass wir wieder Holz irgendwie massenhaft als Rohstoff für den Bau nutzen, noch geht's darum, dass wir auf Öllampen umstellen zur Beleuchtung, um eben kein elektrisches Licht mehr zu nutzen. Oder nur noch mit dem Pflug irgendwie, oder nur noch mit irgendwie der irgendwelchen einfachen Werkzeugen Landwirtschaft betreiben. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, das ist etwas, was es auch
in vielen Fällen noch gibt. Beispielsweise sind 10% der weltweiten Haushalte eben nicht ans Stromnetz angeschlossen und das führt dann beispielsweise in den Townships von Südafrika dazu, dass es eine sehr hohe Rate an Unfällen mit Öllampen gibt. Wir brauchen halt das Licht, selbst wenn es dann für weniger Stunden in der Nacht ist. Da ist einfach elektrischer Strom viel effektiver und viel sicherer. Selbst in der Frage von Licht gibt es ja auch schon verschiedene Ideen, wie man das anders gestalten würde. Seien es abgeschirmte Laternen, wo dann eben das Licht nur auf einem bestimmten Bereich scheint, oder seien es neue Lampen, die einfach ein Licht mit weniger Blauanteil und einer größeren Wärme erzeugen, was dann auch zu weniger Irritation sowohl beim Menschen als auch beim Tier führt. Oder Bewegungsmeldern zum Beispiel in irgendwelchen Regionen, wo eben nicht so viele Leute unterwegs sind. Da gibt es, denke ich, viele Ansätze und auch in dem Bereich von Landwirtschaft. Da gibt es dann vielleicht teilweise Rückbesinnungen auf ältere Formen von Landwirtschaft. Teilweise, das wird dann ergänzt durch neue Überlegungen. Es ist wirklich keine Frage von, okay, diese Ressourcen, diese Möglichkeiten, diese wissenschaftlichen Fortschritte in bestimmten Bereichen liegen nicht vor. So, das ist überhaupt nicht die Frage. Es ist eine reine Frage der Umsetzung. Da muss sich halt jeder und jede mal für sich selber fragen, woran liegt das eben, dass diese Sachen nicht umgesetzt werden, trotz dass wir eben auf diesen Zustand der ultimativen Zerstörung von unserer Lebensgrundlage hinausläufen. Und da reden wir nur über diese eher nischigeren Bereiche oder die nicht so im Bewusstsein liegen, wie wir es heute gemacht haben. Und das kannst du auf alle Bereiche eben übertragen. Und ich hoffe, damit haben wir euch heute nochmal einen guten Überblick über diese drei unbekannteren Formen der Umweltzerstörung gegeben, weil zumindest für uns waren sie eben etwas unbekannter. Deswegen haben wir schon lange uns gewünscht, nochmal eine kleine Folge darüber zu machen und das alle diese ganzen Themen nochmal anzuschneiden und euch auch nochmal eben gute weiterführende Infos zu den Sachen dann unten in die Bio zu packen. Ich finde es auch generell gut, jetzt mal eine Folge zu einem ökologischen Thema im Prinzip zu machen, weil das eigentlich bisher so eine kleine Leerstelle, finde ich, war. Wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Auto und Verkehrswende oder auch dann im Prinzip zu der Grünen Partei oder der Fridays for Future Bewegung, was ja dann auch damit verwandt ist letztendlich. Aber jetzt nochmal eine Folge explizit zu einem ökologischen Thema war eine große Leerstelle. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt unser Fachgebiet, wo wir jetzt halt 1000 Jahre irgendwas runterrattern können. Aber von daher fand ich es einfach cool, dann nochmal ein bisschen drüber zu sprechen. Ja, wo ist ja eigentlich gerade für unsere Region, das Ruhrgebiet, so eine zentrale Thematik in der gesamten Geschichte war. Mhm. Und vielleicht da noch als kleine Anekdote zum Schluss, was mir gerade auch einfällt. Auch hier, denke ich, habe ich das Gefühl, dass so vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was alles für unbekannte Umweltschäden hier so entstanden sind. Wenn man alleine daran denkt, an die großen Schächte, die durch den Bergbau überall gebaut wurden, wo es auch immer wieder zu Einstürzen kam und wo dann ganze Häuser oder Gärten in große Sinkholes, solche Sinklöcher reingezogen wurden. Oder die Unmöglichkeit, dass man Kanalisationen hier bauen konnte, eben auch wieder wegen den ganzen Schächten, wodurch wir dann überall diese, ich habe sie immer früher Pissrinnen genannt, die hier durchlaufen. Das sind tatsächlich oberirdische Kanalisationen, die es im Ruhrgebiet gibt. Ja, das ist echt ein großes Ding hier im Port, das stimmt. Ja, und das sind alles so Sachen. Ich glaube, gerade mit der großen Frage von Klimakrise durch CO2 gibt es dann so viele kleine Folgen der Umweltzerstörung, die uns dann gar nicht bewusst sind, die aber, wie wir hoffentlich heute gesehen haben, teilweise gigantische Auswirkungen auf unser tägliches Leben und vor allem auf das tägliche Leben von ganz vielen Menschen in von Imperialismus betroffenen Ländern haben. Ja, in dem Sinne freuen wir uns auch am diesen Mittwoch dann wie immer ab 19 Uhr bei YouTube und Twitch mit euch über dieses Thema zu diskutieren. Und wenn ihr dann noch vielleicht andere Beispiele habt oder was euch noch interessiert oder wo wir noch mehr über diese drei Themen auch sprechen können, kommt gerne dazu, kommt mit uns in den Austausch und in dem Sinne würde ich sagen, auf bald, Glück auf. Glück auf.